den Unbekannten durch, Commander. Shepard, das ist die Gelegenheit. Ich habe ein Notsignal von einer turianischen Patrouille empfangen. Sie ist jenseits des Corlys-Systems auf ein Schiff der Kollektoren gestoßen. Die Turianer wurden ausgelöscht, aber vorher haben sie das Kollektorenschiff lahmgelegt. Sie müssen an Bord des Schiffes gehen und Daten über die Kollektoren besorgen. Finden Sie für uns einen Weg zu Ihrer Heimatwelt. Kaum vorstellbar, dass eine Turianer-Patrouille ein Kollektorenschiff lahmlegt. Berichten zufolge ist die Hülle intakt. Aber alle Systeme sind anscheinend offline. Vielleicht finden in diesem Augenblick bereits Reparaturen statt. Es ist sicher nicht ungefährlich, aber wir können uns so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Schicken Sie mir die Koordinaten, ich kümmere mich darum. Ist bereits geschehen. Sobald Sie an Bord sind, stellen Sie eine Verbindung zu Edi her. Sie durchforstet dann die Daten nach Informationen über das Omega-4-Portal. Viel Glück, Shepard. Koordinaten eingegeben. Auf zum Schiff der Kollektoren. Na toll. Ich werde natürlich nicht gefragt, ob wir sofort hin wollen. Ach, Jack ist auch immer gut. Sichtkontakt zum Kollektorenschiff. Emissionen sehr niedrig. Passiven Infrarottemperaturen zufolge sind die meisten Systeme offline. Triebwerke sind kalt. Das Ding ist gewaltig. Wie sind die Turianer damit fertig geworden? Gute Frage. Laserscans ergeben keine Rumpfschäden auf der uns zugewandten Seite. Ich registriere keine Verzerrung des Masseneffektfeldes. Der Antriebskern scheint offline zu sein. Kontakt in 30 Sekunden, Commander. Viel Glück. Das werden wir wohl brauchen. Insektenstock. Die tiefen Scans haben einen Zugangsknoten für eine Verbindung mit den Datenbanken der Kollektoren entdeckt. Markiere Position auf dem Computer Ihres Kampfanzugs. Na dann. Shepard, ich habe die EM-Signatur des Schiffs mit bekannten Kollektorprofilen verglichen. Es ist dasselbe, das Ihnen schon auf Horizon begegnet ist. Vielleicht haben es die Verteidigungstürme für die Turianer sturmreif geschossen. Die vermissten Kolonisten könnten an Bord sein, falls sie noch leben. Werden wir sehen. Gleichen Behälter wie auf Horizon. Nur, dass sie hier leer sind. Schrecklich. In diesen Kapseln gefangen. Völlig der Gnade der Kollektoren ausgeliefert. Ach Mann, ganzer Leichtberg. Das sieht übel aus. Warum sollten die Kollektoren einen Haufen Leichen rumliegen lassen? Wurden wohl für Tests benutzt. Diese Subjekte haben anscheinend nicht bestanden. Es gibt Schlimmeres als den Tod, zum Beispiel Testsubjekt für wahnsinnige Aliens zu sein. Sie haben vermutlich recht, aber das macht es nur sehr begrenzt besser. Tod ist Tod. Und sowas wie einen guten Tod gibt's nicht. Ja, kann man so oder so sehen.
ein Kollektor. Soll das heißen, diese Schweine führen sogar Experimente an ihren eigenen Leuten durch? Edie, ich starte den Upload der Daten von diesem Terminal. Versuchen Sie herauszufinden, was die vorhatten. Daten erhalten. Analysiere. Die Kollektoren haben grundlegende Erbgutvergleiche zwischen ihrer Spezies und den Menschen durchgeführt. Können wir irgendwas aus den Daten zu unserem Vorteil nutzen? Es sind nur vorbereitende Experimente, aber sie enthüllen bereits etwas Bemerkenswertes. Eine genetische Struktur mit 4 Strängen, identisch mit Funden in uralten Ruinen. Wir kennen nur eine Spezies, die diese Struktur aufweist, die Proteaner. Mein Gott, die Proteaner sind gar nicht verschwunden. Sie arbeiten jetzt für die Reaper. Es sind keine Proteaner mehr, Shepard. Ihr Erbgut weist eindeutig auf umfassende genetische Veränderungen hin. Die Reaper haben sie ihren Bedürfnissen entsprechend umgestaltet. Die Reaper haben die Proteaner nicht ausgerottet, sondern in Monster verwandelt und versklavt. Trotzdem, sie arbeiten jetzt für die Reaper und deshalb müssen wir sie aufhalten. Ohne Scheiß, ich werde nicht zulassen, dass die Reaper aus mir irgend so ein durchgeknalltes Käferzeug machen. Suchen wir, was wir brauchen, bevor die Kollektoren kommen, um das Schiff zu bergen. Los! Aha, jetzt können wir uns was aussuchen. Ich nehme die Widow. Herrlich. Jetzt haben wir eine der besten Scharfschützengewehre des ganzen Spiels. Dieses Baby kann sich gerade Hindernisse schießen. Noch mehr dieser seltsamen Kapseln. Es sind Hunderte. In wie vielen davon stecken wohl Leute? Zu viele. Ich registriere keine Lebenszeichen in den Kapseln, Shepard. Wahrscheinlich sind die gefangenen Opfer gestorben, als das Schiff seine Primärenergie verloren hat. Na super. Ich finde es auch interessant, dass hier noch gar keiner aufgetaucht ist bisher. Das könnte nützlich sein. Warum ist hier noch kein einziger Kollektor gewesen? Kommander, was müssen Sie hören? Ich habe Edie aus seiner Ahnung heraus dieses Schiff analysieren lassen. Ich habe das EM-Profil mit den Daten der ursprünglichen Normandy von vor 2 Jahren verglichen. Beide stimmen exakt überein. Dasselbe Schiff, das mich 2 Jahre verfolgt hat? Das kann kein Zufall sein. Irgendwas stimmt da nicht, Commander. Seien Sie bloß vorsichtig. Oh Mann. Wird ja immer besser und besser. Alle Kapseln füllen. Selbst wenn sie jeden Terminus-Kolonisten verschleppen. Sie werden sich die Erde vornehmen. Nicht, wenn wir sie aufhalten. Das wird wirklich immer besser. Da, auf der Plattform. Sieht aus wie eine Art Steuerkonsole. Wo sind die Leichen der Crew? Hier stimmt was nicht. Edie, ich richte eine Verbindung zwischen Ihnen und dem Kollektorenschiff ein. Sehen Sie mal, ob Sie was Nützliches aus den Datenbanken rausholen kann. Datenübernahme wird durchgeführt, Shepard. Oh oh. Ah, das bedeutet nichts Gutes. Falle, dachte ich mir. Ihr sind alle in Ordnung, Joker. Was ist gerade passiert? Plötzliche Energieüberlastung. Alles hat sich abgeschaltet, aber jetzt sind wir wieder da. Ich konnte den Großteil der Überlastung auf unkritische Systeme umleiten. Shepard, das war keine Fehlfunktion, es war eine Falle. Soweit haben wir es auch schon gedacht. Hier ein wenig Hilfe, Edie. Ich habe Probleme, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Jemand ist im System. Verbindung wiederhergestellt. Ich muss erst den Download abschließen, bevor ich irgendwelche Systeme übernehmen kann.
soweit. Dann sollten Sie sich damit beeilen, Edi. Sehen Sie mal, wir haben Gesellschaft. Oh ja, sehr tolle Gesellschaft. Wir haben erstmal eine kurze Ruhepause. Ich habe die Kontrolle über die Plattform wieder übernommen, Shepard. Ich wusste, Sie lassen uns nicht im Stich, Edi. Ich arbeite stets mit maximaler Kapazität. Haben Sie, was wir brauchen? Ich habe Daten gefunden, mit denen wir das Omega-4-Portal erfolgreich steuern können. Ich habe auch das turianische Notsignal gefunden, das für diese Falle als Köder eingesetzt wurde. Quelle waren die Kollektoren. Das ist ungewöhnlich. Für mich klingt es logisch, dass Sie die erste Nachricht als Köder gesendet haben. Nein, es ist ungewöhnlich, weil turianische Notsignalkanäle eine Sekundärverschlüsselung aufweisen, die aber bei dieser Nachricht fehlerhaft ist. Es ist unmöglich, dass der Unbekannte das Notsignal für echt gehalten hat. Warum sind Sie da so sicher? Ich habe die Anomalie in den Erkennungsprotokollen von Cerberus gefunden. Und die hat er geschrieben. Er wusste, dass das eine Falle war? Warum sollte er uns in eine Falle schicken? Der Mistkerl hat uns direkt den Kollektoren ausgeliefert. Ich wusste, dass mich Cerberus irgendwann wieder verarscht. Ich werde seinen Schädel zerquetschen. Commander, wir haben da noch ein Problem. Das Kollektorenschiff fährt hoch. Oh. Sie müssen da raus, bevor Ihre Waffensysteme online sind. Ich werde nicht noch eine Normandy verlieren. Ich habe nicht die volle Kontrolle über Ihre Systeme. Ich tue, was ich kann. Sende Koordinaten für die Shuttle-Abholung. Dann los, Abmarsch! Oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, wir kriegen auch gleich Muni. Um die Ecke. Nehmen Sie die Tür zu Ihrer Rechten. Danke, Edi. Wieder volle Munition, na dann, her damit. Hallo Leichen! Also,